Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie man die Kräfteaddition, also das Kräfteparallelogramm, mit Hilfe der Freeware GeoGebra digital konstruieren kannst. Zuerst als freie Konstruktion und dann mit Hilfe von Schiebereglern auch für feste Werte, sodass du, wenn du eine Aufgabe hast, wo die Kräfte und die Winkel festgegeben sind, du das dann mit GeoGebra lösen kannst. Und dazu gehen wir zuerst in die Software hinein. Wenn ihr das Programm gestartet habt, müsstet ihr einen Bildschirm sehen, der ungefähr so aussieht. Ich passe das Ganze ein bisschen an, verschiebe mal das Koordinatensystem nach hier unten, weil ich es nicht brauche, und schalte das Gitter aus. Rechte Maustaste, Koordinatengitter weg. Eigentlich brauche ich die Achsen auch nicht, können wir auch ausschalten. Kräftepfeile sind zwei Vektoren. Vektoren bietet GeoGebra auch an. Das Ganze geht hier oben. Vektor auswählen und dann kann ich einfach auch schon ganz beliebig einen Vektor malen. Er bezeichnet automatisch die Endpunkte mit A und B und den Vektor mit U. Lassen wir erstmal so, können wir später noch ändern. Wir brauchen noch einen zweiten Vektor, der im gleichen Punkt anfängt, also wieder auf A klicken. Zweiter Vektor, V. Die meisten wissen, dass Vektorparallelogramme jetzt so entstehen, indem ich Parallelen durch die Endpunkte zeichne. Deswegen gehe ich hier auf Parallele, das wird auch angeboten, parallele Gerade, durch diesen Punkt zu diesem Vektor und durch diesen Punkt zu diesem Vektor. Jetzt verschiebe ich das Ganze mal so, dass ich es auch sehe. Das Praktische bei GeoGebra ist, und deswegen habe ich auch die Endpunkte erstmal gelassen, ich kann die jetzt verschieben und verändern und die Konstruktion wird automatisch komplett angepasst. Die meisten wissen, dass der Pfeil für die Gesamtkraft auch im Punkt A anfängt und in diesem Schnittpunkt hier hinten aufhört. Den Schnittpunkt kann ich mit bloßem Auge schon erkennen, aber noch weiß GeoGebra nicht, dass das ein wichtiger Punkt ist. Insofern muss ich diesen Punkt auch erst definieren. Das geht dann hier. Ich klicke hier drauf und dann auf Schneide. Schneide diese Gerade und diese Gerade. Und jetzt ist das auch ein relevanter Punkt geworden und ich kann meinen Lösungsvektor einzeichnen. Für die Konstruktion reicht das eigentlich auch schon. Der Rest ist nur noch ein bisschen Kosmetik. Man kann alles etwas schöner machen. Also etwa müssen die Punkte B und C gar nicht bezeichnet werden. Da kann ich die Beschriftung abschalten. Punkt D brauche ich eigentlich gar nicht zu sehen. Kann ich ganz ausschalten. Das geht alles mit der rechten Maustaste. Ich kann die Vektoren bunt gestalten. Ich markiere den Vektor, möchte ihn gerne in Blau haben und den Vektor in Grün. Die Parallelen kann ich etwa in der gleichen Farbe darstellen. Diese Parallele hier in Grün und vielleicht gestrichelt nur. Diese Parallele in Blau und gestrichelt. Und mein Lösungsvektor stelle ich dann in Rot dar. So, hier in diesem Fall sind es Kräfte. Das sind die Kraft F1 und F2. Rechte Maustaste, benenne ich um. Jetzt F und jetzt tippe ich Shift und Minuszeichen, dann kommt hier so ein Strich, 1, und in der Darstellung wandert dann die 1 in den Index. Gleiches für die Kraft F2 und für die Gesamtkraft. Eventuell möchte ich auch die Längen der einzelnen Kräfte sehen, also vor allen Dingen interessiert mich die Länge der Gesamtkraft. Der Befehl heißt auch völlig überraschend Länge von F Gesamt, stopp, mit Unterstrich. So, das sind 8,8 cm. Vielleicht interessieren mich auch noch die Stärken der Einzelkräfte, also Länge von F1 und Länge von F2. Und dann kann ich entsprechend mit meiner Konstruktion rumspielen und verschiedene Kräfte und die Gesamtkraft geometrisch ermitteln. Dabei interessiert mich vielleicht auch noch der Winkel. Den kann ich hier noch einzeichnen. Und dann möchte er drei Punkte haben, wobei der Scheitelpunkt der mittlere Punkt sein muss, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Auch den Winkel kann ich noch etwas schöner darstellen. Dazu muss ich mal mit der rechten Maustaste da draufklicken. Hier auf Einstellung. Ob das Ding nun Alpha, Beta oder Gamma heißt, sei mir jetzt egal. Mich interessiert nur der Wert. Verschiebe das Ganze mal ein bisschen nach da, dass ich auch sehen kann, was da los ist. Nochmal rechte Maustaste, Einstellung. Jetzt schreibt er nur noch den Wert und ich möchte gerne ihn ein bisschen größer dargestellt haben. Das geht hier unter Darstellung, Größe. So. Die Farbe kann ich dann auch wieder ändern, wie man das schon kennt. Gut, das ist die Freihandkonstruktion. Trotzdem kann ich natürlich nur meine Kräfte jetzt hier nach Augenmaß einstellen. Das reicht oft auch schon. Also wenn ich jetzt hier einen 60-Grad-Winkel haben möchte und sagen wir mal 6 und 4 Newton. So, der eine ist schon fast 6 Newton, dann kann ich das hier ein bisschen anpassen. Und den zweiten 4 Newton und im Winkel von 60 Grad. Länger, 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 länger. Das ist ziemlich genau. Ganz exakt kriegt man es auf diese Weise allerdings nicht eingestellt.
Und dann kann ich die Gesamtkraft ablesen, das sind dann 8,7 Newton. Wer das noch ein bisschen schöner haben will, für den habe ich eine bessere Konstruktion mit Hilfe von Schiebereglern. Dazu fange ich einfach nochmal von vorne an. Also neu. Das alte brauche ich nicht mehr. Und wieder das gleiche Spiel. Erstmal rechte Maustaste weg mit den Achsen und dem Koordinatensystem. Und ich richte meine drei Schieberegler ein. Das erste wird für die Kraft F1. Ich tippe einfach mal nur F1 und Enter. Und die Software macht mir automatisch einen Schieberegler. Startwert ist minus 5, Endwert ist 5. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt hier auf den Startwert klicke, kann ich das alles ändern. Eine Kraft kann nicht kleiner als 0 sein. Und sagen wir mal, wir gehen bis 10 Newton. Und dann habe ich hier einen Schieberegler, mit dem ich alle Werte von 0 bis 10 einstellen kann. Ist natürlich noch, weil gar nichts da ist, wirkungslos. Das gleiche mache ich mit dem zweiten Schieberegler. Und einen dritten Schieberegler für den Winkel, den nenne ich mal gnadenlos Alpha. Und der geht von 0 bis 360 Grad. Was sich nicht ändert, ist, dass ich einen Startpunkt brauche, den ich jetzt aber nur einzeln zeichne. Aber jetzt habe ich schon das erste Problem, denn ich kann keinen Vektor mit einer festen Länge konstruieren. Das muss ich mit einem Trick machen. Und der Trick lautet Kreis mit festem Radius. Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Dann kann ich den Mittelpunkt anklicken, das wird das A, und den Radius eingeben und der Radius wird F1. Und dann habe ich hier entsprechend einen Kreis, dessen Größe ich über den Schieberegler verändern kann. Keine Angst, der Kreis verschwindet gleich wieder, aber zuerst muss ich nochmal einen Vektor definieren. Dazu brauche ich einen zweiten Punkt, der auf dem Kreis liegt. Das geht hier rüber über Punkt auf Objekt und klicke hier auf den Kreis. Den Punkt B kann ich nun, wenn ich ihn bewege, nur noch auf der Kreislinie hier verschieben. Der kommt dann nicht mehr runter. Und damit kann ich meinen Vektor festlegen, nämlich von A nach B. Und danach brauche ich den Kreis nicht mehr, mache ihn unsichtbar. Nichtsdestotrotz, Punkt B kann sich nur entlang diese Kreislinie bewegen, die jetzt nicht mehr zu sehen ist, und der Vektor hat immer die gleiche Länge, die ich nun über den Schieberegler einstellen kann. Meinen zweiten Vektor konstruiere ich auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Also, ich fange wieder an mit Kreis mit festem Radius um den Mittelpunkt A und der Radius ist in diesem Fall F2. Aber jetzt kann ich nicht mehr ganz so frei konstruieren, denn ich habe hier auch einen Winkel vorgegeben. Hier in diesem Fall steht da 94,5 Grad. Kann ich ein bisschen kleiner machen. So. Über den Kreis habe ich die Länge vorgegeben. Jetzt muss ich noch die richtige Richtung vorgehen. Das geht hier. Winkel mit fester Größe. Wähle einen Punkt, dann den Scheitelpunkt. Mache ich. Ein Punkt, dann den Scheitelpunkt. So, dann will er hier den Winkel haben und mein Winkel ist Alpha. Und was jetzt auch wichtig ist, ich muss das Gradzeichen noch dran packen. Winkel kann man im Bogenmaß oder im Gradmaß messen und damit GeoGebra weiß, dass das hier Grad sind, muss ich das auch dazu tippen. Dann zeichnet er dort auch die 48,5 Grad ein, die hier eingestellt sind. Jetzt muss ich nur noch zusammenbringen, was zusammengehört. Ich brauche zum einen die richtige Richtung, das geht über eine Halbgerade, Strahl auch genannt. Punkt A durch den Punkt B'. Und der Schnittpunkt aus den beiden ist dann der Endpunkt des Vektors. Der hat dann die richtige Länge und die richtige Richtung. Das heißt, ich schneide erst diese beiden Objekte wieder, diesen Strahl mit diesem Kreis. Und dann brauche ich sie auch nicht mehr sehen, mache sie also unsichtbar. Und kann meinen zweiten Vektor definieren von A nach C. Den Punkt B muss ich nicht als Beschriftung sehen, dann wird es etwas übersichtlich. Den Punkt B' muss ich gar nicht sehen. Der Punkt C hat interessanterweise eine etwas andere Darstellung. Das hier ist im Blau ausgemalt und das ist ein kleinerer schwarzer Punkt. Das liegt daran, diesen Punkt kann ich gerade nicht bewegen, egal was ich mache, aber ich kann diesen Punkt bewegen und der andere Punkt geht entsprechend passend mit, denn ich habe hier alles hier über die Schieberegler eingestellt. Der Rest läuft wie vorher auch. Ich konstruiere und lasse die Kamera mal ein bisschen mitlaufen, muss aber nicht alles nochmal dokumentieren. Was ich zu guter Letzt hier noch ergänze, ist der Winkel zwischen der Kraft F1 und der Gesamtkraft, der könnte ja vielleicht auch interessant sein. Das ist dieser Winkel hier. Rechte Maustaste, Einstellung, Wert reicht. Tja, und das war's dann eigentlich auch schon. Das heißt, jetzt kann man mit den Schiebereglern spielen und kann die einzelnen
Werte so verändern, wie man sie gerade haben möchte. 4 Newton und 6 Newton und 60 Grad. Dann gehe ich mal hier auf 60 Grad. Jetzt passt es gerade nicht. Muss ich etwas breiter machen. Nochmal. Schrittweite soll jetzt 1 Grad Schritte sein. Und dann kann ich eigentlich, wenn ich ein bisschen Gefühl habe, das Ganze auch auf exakt 60 Grad stellen. So. Mach das wieder ein bisschen schmaler. 4 Newton und 6 Newton waren das. Verschiebe die Konstruktion so, dass ich sie komplett sehe und habe hier meine Lösung. Die Gesamtkraft sind 8,7 Newton, der Winkel zwischen der Kraft F1 und der Gesamtkraft sind 23,4 Grad. Wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du von jetzt an deine Kräfteparallelogramme auch digital erstellen und deine Lösung vielleicht sogar als Screenshot einreichen. Viel Erfolg dabei. Tschüss.